Machst du über Elster Online deine Steuererklärung und hättest am liebsten auch die Daten aus deinem Steuerbescheid direkt über Elster Online und digital? Dann schau dir dieses Video bis zum Ende an, denn wir schauen uns die Abholung der Bescheiddaten über Elster Online mal ein bisschen genauer an. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und wenn du deine Steuererklärung mit Elster Online machst, dann kannst du dir vom Finanzamt auch deine Bescheiddaten online schicken lassen. Das heißt, du kannst die Informationen und die Daten aus deinem Steuerbescheid über Elster Online abrufen. Du bekommst eine E-Mail, wenn das Finanzamt den Steuerbescheid bearbeitet hat und so weiter. Also ziemlich digital und du kannst komplett alle Daten online haben. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle ist aber, dass das nur die Bescheiddaten sind. Der Bescheid ist das offizielle Dokument, also so ein Steuerbescheid ist tatsächlich ein offizielles Dokument und das muss dir rechtlich gesehen auch einmal offiziell zugestellt werden. Auch selbst wenn du den Abruf der Bescheiddaten bei Elster Online eingestellt hast, dann wirst du trotzdem noch den Brief mit dem Steuerbescheid bekommen. Allerdings ist das im Alltag schon auch ein bisschen praktischer, wenn du die Daten einfach online bekommst. So kannst du nämlich besser abgleichen, ob es eventuell Unterschiede gibt zwischen deiner Steuererklärung und dem Steuerbescheid und kannst dir dann bei einer Abweichung überlegen, ob du zum Beispiel einen Einspruch einlegen möchtest, auch noch bevor der Bescheid dir eigentlich per Post zugestellt wurde, weil die Daten über Elster bekommst du in der Regel so 2 bis 3 Tage vorher. Das Ganze funktioniert übrigens für alle wichtigen Steuerarten. Einmal natürlich für die Einkommensteuer, aber auch für die Umsatzsteuer. Und bei der Gewerbesteuer gibt es die Bescheiddaten des Gewerbesteuermessbetrages. Bei der Gewerbesteuer an sich ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Und zwar bekommst du den Gewerbesteuerbescheid ja von deiner zuständigen Gemeinde. Und Elster Online ist das Portal des Finanzamtes und nicht das Portal der Gemeinden. Und deswegen bekommst du in der Regel den Gewerbesteuerbescheid nicht über Elster Online. Ausnahmen sind die Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin. In diesen Städten bekommst du auch die Gewerbesteuerdaten über Elster Online. Wenn du die Abholung der Bescheiddaten nutzen möchtest, dann musst du erstmal beim Erstellen der Steuererklärung den Haken an der richtigen Stelle setzen, dass dir auch anschließend tatsächlich die Bescheiddaten zugeschickt werden dürfen. Außerdem solltest du noch eine E-Mail-Adresse angeben. Das ist die E-Mail-Adresse, an die du dann die Benachrichtigung bekommst, sobald die Bescheiddaten da sind. Diese E-Mail sieht dann ungefähr so aus. Das heißt hier, sehr geehrte Elster-Nutzer, das Finanzamt hat die Bescheiddaten für den Veranlagungsraum und so weiter. Du bekommst einmal die Informationen mit dem Hinweis darauf, dass du die Bescheiddaten jetzt über Elster Online abrufen kannst. Und wenn du dich bei Elster Online einloggst, dann kannst du übrigens immer unter Mein Elster, meine Formulare, unter den übermittelten Formularen, all die Formulare anschauen, die du mit Elster Online, also mit deinem Account, an das Finanzamt gesendet hast. Ganz interessant hier ist, dass du immer den Status einsehen kannst. Das heißt, du siehst hier beispielsweise, dass die Einkommensteuererklärung erfolgreich übermittelt wurde. Und diese Funktion finde ich relativ praktisch, weil hier weißt du tatsächlich, das ist auch angekommen. Du hast jetzt nicht in einem Online-Portal mal auf Senden geklickt, sondern du siehst hier auch wirklich, es ist auch angekommen. Du kannst hier auch das Transferticket noch runterladen, das hier wirklich auch nachweist, dass du die Steuererklärung auch wirklich übermittelt hast. Wenn du die Bescheiddaten abrufen möchtest, dann klickst du unter Mein Elster, Mein Posteingang und hast dann da in deiner Inbox deine Bescheiddaten, so wie hier auch. Wenn du darauf klickst, wird ein PDF heruntergeladen. In dem Dokument steht auf der ersten Seite erstmal der Rechtsausschluss. Das heißt, dass diese Berechnung erstmal ja ein Service ist und keinerlei rechtliche Bindung hat. Das ist genau das, was ich erwähnt habe. Das ist nicht das Originaldokument. Das Originaldokument ist das Stück Papier, wo genau diese Daten draufstehen, dass dir per Post geschickt wird. So ist das nun mal. Aber alle Informationen ab Seite 2 sind dann genau die Informationen, die auch auf dem offiziellen Steuerbescheid stehen. Du kannst hier jetzt schon mal anfangen zu prüfen, ob der Steuerbescheid wirklich auch deiner Steuererklärung entspricht. Ich hoffe, damit konnte ich deine Fragen rund um die Bescheidabholung über Elster Online beantworten. Wenn du Fragen zu dem Inhalt deines Steuerbescheides hast, dann solltest du dich immer an dein zuständiges Finanzamt wenden. Wenn du aber mit Elster Online generell am liebsten nie wieder irgendwas zu tun hast, weil du das ganze Interface schrecklich findest und lieber einen Steuerberater hättest, der alles für dich macht, dann verstehe ich dich natürlich vollständig und dann solltest du vielleicht nach einem Steuerberater Ausschau halten, der sich speziell auf Selbstständige konzentriert. Wir zum Beispiel. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einfach mal hier. Schau aber auch gerne erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.